Ziemlich progressiv. Progressiv? Soll das ein Witz sein? Weißt du dann, wie die da Schweiz? Oh ja, die Schweiz. 1971. Und Lützburg 1919. Eben. Wie eben? Für die Monarchie zu retten. Die Lützburger Kruten, die Lützburger Frauen Kruten, das Wahlrecht für die Monarchie zu retten. Und das nennst du progressiv. Nach Haut, sie nehmen 20,6% Frauen an einer Gemengepolitik. Also ist 20% im Krautmarkt. Trotzdem, die erste Frage, Marguerite Thomas-Klemmer, ist nach dasselbe Jahr in die Chambre gewählt gehen. Und du warst sie bis 39. Und du komm lang nicht mehr. Bis 1965, mit Astrid Lulling. Das war aber dünner wert. Astrid Lulling hat sich in vielem anderen dafür angesagt, das Gesetz die bestürte Frau nicht wie als mannerjährig behandelt. Wie übrigens auch Colette Flesch, das 69 an die Chambre kommt. Ja, zwei Junggesellinnen. An ein Witfrau. Weil auch Madeleine Frieden als wir Trächter von der Frau auf Barrikade geklopft und als prompt torpediert ging. Aus dem linken Eck. Das war, wenn's der Burschfried aufher. Monöi! Nicht mal ein Nachruf hatten die Herren Pferdespurcht, wie sie 1999 gestorben ist. 1972 als übrigens auch den MLF auf die Straße gegangen. Dem ist es im Trecht von der Frau gegangen, eine Familie an den Beruf mit denen zu verbannen. Eine akzeptable Bedingung natürlich. An im Trecht endlich mal ein eigenes Konto bei einer Bank dürfen aufzumachen. Und das alles an dem richtigen Tag, wollen wir schon. War sicher. Hi, als Beispiel eine Antwort von 1975 auf einen Artikel aus dem Coin de Terre et le Foyer. Ja, bah. Ja, dann lausch da. Vor allem unsere Frauen müssen selbst aktiv im Gesellschaftsleben eingreifen und ihre Verantwortung sowohl im wirtschaftlich-sozialen als auch im kulturellen Bereich übernehmen. Die Frau selbst muss die durch die Erziehung auferlegten Hemmungen und Vorurteile zuerst selbst ablegen, bevor die bestehenden und noch zu schaffenden Gesetze ihre volle Wirkung zeigen können. Selbstverständlich bleibt eine der Hauptaufgaben der Frau die Betreuung der Familie, die Mutterschaft und die Erziehung der Kinder. Und hier ein kurzer Extra aus der Antwort. Nein, mein Herr, so nicht. Sie raten uns, Sie gestehen uns zu, aktiv zu sein und an der Gestaltung unserer Gesellschaft mitzuarbeiten. Und daneben sollen wir, wie bisher, die ganze Haushalts- und Kinderlast tragen. Und Sie, meine Herren, und Sie, Sie werfen sich zufrieden in die Brust und sagen, was sind wir doch für Fortschrittliche, was sind wir für Kerle. Seht nur, jetzt lassen wir die Frauen auch mal ran. Die schönen Worte für Sie, die Doppelarbeit für uns, wie eh und je, ist es das, was Sie wollen? So, was ist eigentlich aus dem MLF in? Boah, das sieht fromm. Früher haben sie Trakte verdient und heute archivieren sie.
Bravo.